Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me. Willkommen zurück zu einem neuen, wundervollen Video auf diesem Kanal. Ich befinde mich heute, wo ihr es schon kennt, und zwar bei Eumel. Da steht mein Motorrad und Eumel hat mir was gegeben. Ich zeig's euch, warte. Eumel hat mir das hier gegeben. Und zwar sein Motorradschlüssel. Wir dürfen heute mit der MT09 gedrosselt auf 48 PS eine Probefahrt vollziehen. MT09 bin ich bis jetzt schon einmal gefahren, von ihm aber nur auf dem Weg nach Hause. Das war aber nur ganz kurz, also nicht lange. Ja, jetzt können wir sie einmal richtig probefahren. Ich kann euch die Fahreindrücke mitgeben und genau das machen wir heute. Was cool an der Maschine ist, ich weiß nicht wie. Ich hinterfrag das auch nicht. Aber er hat eine Straight Pipe. Hier steht das wunderschöne Stück. Der Cut ist leer und der DB-Killer ist... Ja, wie ihr seht draußen, das ist ein riesiges Loch. Und das macht bei dieser Maschine besonders viel Spaß, weil ihr wisst es ja auch, die spuckt teilweise Flammen aus der Hölle. Wie gesagt, keine Ahnung, wie er das eingetragen hat. Das hinterfrage ich auch nicht. Das muss er für sich entscheiden. Das ist noch sein Unfallmotorrad. Viele kennen die Geschichte. In Thüringen, als wir damals in Thüringen Urlaub gemacht haben, hatte er mit diesem Motorrad einen Unfall. Da hat er am Feld einfach Scheiße gebaut und dann ist die Maschine... weg gewesen. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das hat er dann wieder aufgebaut. Also das war eigentlich ein, wenn ich mich jetzt nicht irre, wirtschaftlicher Totalschaden. Aber er hat sich dazu entschieden, die wieder aufzubauen, weil gar nicht so viel kaputt war, wie der Gutachter gesagt hat. Und jetzt steht das schöne Schmuckstück hier. Also es ist im Prinzip ein aufgebautes Unfallmotorrad. Das hier. Dieses Ding hier macht sehr, 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 sehr viel Spaß und Terror auf der Straße. Viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich bin in dem besten Pullover der Welt. Und zwar dem Not Alone Pullover, wo Eumel auch drauf ist tatsächlich. Falls ihr ihn noch nicht habt, kauft ihn euch. Der Merch ist legendär. Viel Spaß mit dem Video. Also er hat die jetzt ewig lange nicht mehr bewegt. Deswegen hat er mir auch einen Schlüssel gegeben, weil er fährt jetzt momentan kein Motorrad mehr, weil er sich Geld sparen will. Ich stecke jetzt hier einfach mal das Ding rein und wir fahren gleich einfach mal casual los. So, zack. Also Sitzposition von der denkt man tatsächlich nicht. Die ist super bullig, aber die ist relativ tief. Also ich komme sehr gut mit meinen kleinen Füßchen auf dem Boden. Ich bin 1,70 groß. Tacho. Die hat richtig viele Modi. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt hier alles hat und wie man das alles einstellt. Ich will auch nicht zu viel verstellen, weil die hat Wheelie Control und die will ich nicht ausmachen. TCS Mode M21. Ach, TCS ist Traction Control. Okay, okay. Die hat Quickshifter und Blipper. Bedeutet, du kannst ohne Kupplung hoch und runter schalten, wie du willst, einfach. Ich würde sagen, wir scheißen jetzt hier mal auf die Settings. Die kann auf jeden Fall super viel. Habe aber selber keine Ahnung davon. Ja, da bin ich wirklich planlos. Wir lassen das einfach so, wie es ist und fahren einfach los. Scheiß mal aufs Theoretische. Das Fahren ist das, was es ausmacht. Hört hin. Oh. Digga, die ist so laut. Oh. Digga, die klingt so brutal. Also Kupplung kommt super. So, wir fahren jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was für Settings jetzt hier drin sind, ob hier überhaupt Wheelie Control aktiviert ist. Aber ich werde jetzt eh nicht an die Limits pushen. Das ist auch die erste Maschine, mit der wir bei einer Probefahrt nicht auf die Autobahn fahren werden. Weil, also ich sage euch ehrlich, keine Ahnung, das will ich auch einfach mit dem Motorrad nicht. Dafür habe ich zu viel mit dem Motorrad erlebt, mit dem fahre ich nicht auf die Autobahn. Aber sonst ist es sehr geil. Die Kupplung kommt super, Bremse ist super. Also er hat die wirklich sehr gut aufgebaut. Er hat die mit unserem Finny, dem Werkstattmeister, zusammen aufgebaut. Und die klingt halt wirklich brutal. Also der CB3 Motor, heißt es so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es der Dreizylinder Motor von Yamaha. Ist wirklich grandios, also wirklich perfekt, perfekt. Der ist wunderschön abgestimmt. Wir lassen den Motor mal warm laufen und später zeige ich euch das Beste an dem Ding. Und zwar die unglaublichen Flammer und Popper, die macht. Das ist geisteskrank. Ja, der Lenker ist breit. Du fühlst dich auch sehr breit drauf. Du sitzt ja gerade drauf. Ist halt ein Naked-Motorrad. Du kannst hier halt alles einstellen. Digga, das ist so crazy. Ich will da jetzt auch nicht zu viel rumfuschen, weil ich jetzt nicht Eumel hier irgendwas umstellen will oder so. Und dann legt er sich aufs Maul. So, und jetzt hört mal, pass auf. Wow! Hört, guckt. Ohne Kupplung. Und dieser Quickshifter ist das cleanste, was ich bis jetzt gefahren bin. Also no joke, du kannst den immer und überall benutzen. Jetzt gucke, Gas weg, runter, Downshift. Oh. Oh. Der macht wirklich, wenn du hochschaltest, macht der einmal so. Es ist crazy. Das klingt so geisteskrank geil. Ja, tuningmäßig hat er hier die Lenkerendenspiegel verbaut. Ich glaube einen anderen Lenker, wenn ich mich nicht irre, nach dem Aufbauen. Und wie das hier legal sein kann. Das hier, das ist doch nicht richtig so. So wie der Fuel-Behälter befestigt ist, habe ich damals meine Schule bestanden.
Was ist denn das? Digga, das Ding fliegt gefühlt jederzeit ab. Und jetzt. Oh, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe, man hört es auf dem Video relativ, wenn hier hochgeht, wie das klingt. Er hat hier vorne auch noch dieses Schild verbaut und er hat so ein Winglet da vorne. Sieht man das? Da vorne, ich weiß gar nicht, wofür die verrosteten Schrauben sind, die da sind. Die halten doch eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel die offen hat. Ich glaube, die hat 95 offen. Genau, 95 PS. Es gibt dann noch einmal, wie bei der Z, eine 125 PS Variante, die dann halt krass besser Software optimiert ist. Die SP, die Hannes sich gekauft hat, falls ihr euch daran noch erinnert. Also das Wendigkeitsgefühl ist der bei der Maschine jetzt, ich weiß aber nicht, ob das wegen Eumels Unfall ist oder wegen dem Neuaufbauen, es ist ein bisschen schwerfälliger auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht schwerfällig im Gesamten, aber du merkst, dass sie auf jeden Fall, ja ich weiß nicht, sie ist ja frontlastig und jetzt auch nicht so easy, zum Beispiel die R3, die ich gefahren bin, da war das relativ easy. Ich hoffe, ihr habt das Video bis hierhin gesehen, aber ich glaube schon. So, da war das richtig easy, dieses Hin- und Her-Schmeißen. Und hier ist es schon ein bisschen, schwieriger, sage ich mal. Ach Mann, ich muss aus dem Stadtverkehr raus, Alter. Ich will die Maschine auf der Landstraße testen. Guck mal, kommen jetzt schon Flammen? Nee, aber Flammen kommen noch keine, aber ich bin jetzt auch gerade im Leerlauf. Wir müssen das gleich beim ersten Gang versuchen. Guck mal, kommen die Wände, siehst du? Hat er mir einen Daumen verpasst. Du merkst richtig, der Motor will los. Da mache ich mit. Bin ich auch dabei. Alter, die ist aber wirklich, also ich muss sagen, für 48 PS ist sie wirklich verdammt schnell. Also nicht nur ein bisschen schnell, oder es fühlt sich nur so an, weil es halt ein Naked-Motorrad ist und ich hier mehr Wind abkriege, aber bei der R7 ist glaube ich nicht mal so schnell wie die hier. Also das ist wirklich richtig schnell. Da war sie, die Flamme! Ja! Feuer! 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 Da war Feuer! Aber für mich persönlich wäre sie einfach zu breit. Ich liebe aber auch Sportler halt. Deswegen, für mich wäre sie einfach so vom Ding her einfach zu breit, Digga. Ich mag den Lenker nicht. Der Lenker, also auch viel zu hoch. Der ist auch viel zu hoch. Jetzt. Ja, okay, jetzt merke ich es. Ja, okay. Sobald du voll ins Gas gehst, macht die nichts mehr. Wenn du so 50-60% Gas gibst, ist sie genauso schnell, als würdest du 100% geben. Da ist dann halt, wo die Drosselung reinriegelt. Aber diese ersten paar Drehzahlen bis so 4.000, 5.000, 6.000, dreht die echt, also da geht die wirklich richtig nach vorne. Also richtig nicht. Aber danach ist halt durch die Drosselung Ende. Digga, die Knaller sind geisteskrank. Ich wünschte, ich hätte die Insta360 dabei, um euch das irgendwie hinten zu zeigen. Aber da kommt so ein Feuer raus, Bruder. Jetzt, ich schalte jetzt gleich runter, warte. Runter. Digga, ist das respektlos. Das ist auch das perfekte Motorrad für zum Beispiel die Deutschlandtour. Das ist auf der Deutschlandtour, es ist so bequem. Es ist so, so bequem. Der Sitz ist auch super bequem. Junge! Alter, was macht der denn? Warum kommt denn so viel Qualm aus seinem Auspuff? Alter, ich sterb hier hinten gleich. Jetzt haben wir hier mal gerade Fläche. Und. Ja, okay, man könnte die auch auf die Autobahn jagen, sage ich. Die ist schon nicht langsam, aber ab hochtourigen Drehzahlbereichen macht die nichts mehr. Da ist tote Hose. Also wirklich tot. Da ist vorbei. Wir gucken uns hier mal jetzt ganz kurz nochmal die Optik von diesem wunderschönen Schmuckstück an. Das ist das Schmuckstück jetzt nochmal so in live und in Action. Muss ich sagen, hat schon was, ne? Hat schon einen Touch, sieht schon sehr, sehr sexy aus. Vor allem halt mit der MÜV-Komplettanlage. Ist halt nicht mein Stil, also mir gefällt der Sitz nicht so, mir gefällt das Heck nicht. Mir gefällt der breite Lenker nicht, aber ist halt ein Naked-Motorrad. Ich bin halt Sportler-Typ, so Sportler und Sumos, aber das ist nicht so mein Ding. Trotzdem, sehr geiles Gerät und jetzt passt auf. Soundcheck MT09 Straight-Pipe. Straight-Pipe legal in Deutschland, pass auf. Und wir haben Tag, es ist hell. Es ist scheißen hell.
Digga, das knallt. Ich rede mal dabei, damit ihr hört, wie laut es ist. Das knallt bis in mein Helm rein. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Alter, das ist geistesgestört. Das ist wirklich geistesgestört. Wunderschön. Wunderschön. Crazy. Also wenn du ein A2-Motorrad brauchst, was du aufmachen willst, um dann auf A offen auch noch ein, zwei Jahre zu fahren, was Leistung hat und ordentlich abgeht, ist das genau das Richtige. Dann ist das hier wunderschön für euch. Dann ist das perfekt. Und der Motor ist ein, ich glaube, also ist ein Dreizylinder, so auf jeden Fall. Und der hält auch einiges aus. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Der hält wirklich einiges aus. Du kannst halt mit der wirklich cruisen, sage ich auch. Mit der beim schönen Sommertag einfach über die Landstraßen pfeffern, machst irgendwo Pause, nimmst den Kaffee, guckst dir die Sonne an, fühlst das Leben einfach nur, setzt dich hin, guckst dir die Maschine an, machst ein bisschen Feuer. So, das ist ein Vibe. Das ist schon ein Vibe. Aber für mich, ich bin einfach noch zu jung, glaube ich, für so eine. Die ist mir von Naked, ich finde MT-07 cool, weil du damit auch Stunts machen kannst und so, und dafür hat die einfach zu viel Leistung. So Wheelies mit der sind einfach nicht so brutal geil vom Gefühl her, die Wheelies zu machen. Kostenfaktor blenden wir mal hier ein. Die hat halt aber auch wirklich alles an Assistenzsystemen, was du dir vorstellen kannst. Also alles, was du eigentlich irgendwie gebrauchen kannst. Das Einzige, was die nicht hat, ist Kurven-ABS. So, das wäre noch cool. Das hat die nicht. Aber dafür hat die alles andere, habt ihr ja vorhin gesehen, Digga. Ihr habt einen halben Computer hier gleich mit verbaut. Das ist einfach verrückt. Und sie hat, glaube ich, auch sehr viel Tuning-Potenzial. An der hier ist jetzt nicht so viel gemacht, außer die Winglets. Das habe ich vergessen. So Winglets, dann die breiten Dinger da. Genau, aber sonst ist hier nicht so viel dran gemacht. Aber da kannst du, glaube ich, wirklich auch einiges Cooles mitmachen, dass sie richtig dope aussieht. Ich bin einfach mittlerweile schon so viele A2-Bikes gefahren. Das ist so krank. Ich will jetzt noch eine 650 CBR fahren und eine 650 Kawasaki ist es, glaube ich. Die will ich jetzt noch fahren und dann bin ich schon sehr gut dabei. Wir haben jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele A2-Motorräder, die auch cool sind halt. Also wirklich coole Motorräder. Guck mal, wir haben jetzt hier zwei Wände rechts und links. Und jetzt pass mal auf, warte. Ich würde mal sagen, ich bringe die Maschine jetzt zurück zu Eumel. Ich danke dir, Eumel, dass ich die Maschine hier mal Probe fahren durfte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War diesmal sehr einseitig, weil wir halt nicht auf der Autobahn waren. Dadurch war es sehr einseitig. Ja, und es ging sehr viel um Sound. Ne? Es ist aber auch toll, der Sound. Ne? Sag mal kurz, hier nochmal eine Flamme. Das ist schon schön, das ist schon schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Per fährt Motorräder. Bis dahin und tschüss, lasst ein Like und ein Abo da. You my healing, you my medicine. You knew me before I knew me. You really been for me ever since.